Dieser Artikel hat viele Leser interessiert. Sie gehören zu den Topstars der deutschen Musikbranche. Nun hat Dieter Bohlen in einem Interview über Helene Fischer geplaudert. Die beiden kennen sich persönlich. Er wird aufgrund seines seit Jahrzehnten andauernden Erfolges im Musikbusiness Pop-Titan genannt. Sie gilt seit Jahren als Königin des deutschen Schlagers. Klar, dass sich Dieter Bohlen, 65, und Helene Fischer, 34, auch persönlich kennen. Im Interview mit Nachrichten 247 sprach der Produzent über die Sängerin, die ihn vor 2 Jahren in seiner Heimatstadt Tötensen besucht hat. Helene Fischer erlitt einen furchtbaren Flop. Die ist ja relativ klein, aber die ist wirklich süß und die sieht auch ungeschminkt echt gut aus, findet Dieter. Dann kommt das Gespräch auf die neueste Single der Sängerin. Ihr englischer Song See You Again klingt so ein bisschen wie der moldawische Grand Prix-Beitrag. Vermutlich sehr zum Entsetzen der sonst so erfolgsverwöhnten Interpretin floppte das Lied, das der Titelsong zum Film Traumfabrik ist. Der 65-Jährige hat eine Ahnung, warum der Song bei den Fans nicht ankam. Das Problem erkläre ich dir. Das liegt am Englisch. Der einzige Grund ist Englisch. Es haben ja schon ganz viele große Künstler versucht, wie Grönemeyer und wollten dann in England oder Amerika auch den Laden stürmen. Und er führt weiter aus. Ich glaube, wenn sie ein englischsprachiges Album rausbringen würde in Amerika, dann würden das vielleicht 6 Leute kaufen. Sie ist deutsch, sie ist klasse, sie singt toll. Natürlich kann man als Bonustrack auf dem Album Englisch singen für die Fans, schlägt er vor. Und dann erfahren die Zuhörer sogar noch etwas über Helene Fischer, das vielen sicher neu sein dürfte. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, vermutet Dieter, Helene wollte ja eigentlich englischsprachige Popsängerin sein. Sie ist dann überall angeboten worden, bei jeder Schallplattenfirma in Deutschland und alle haben sie abgelehnt. Und als dann nichts mehr überblieb, haben sie gesagt, komm, dann lass doch in Deutsch machen. Auf Anhieb wurde sie aber auch so nicht zum Star, dann war das ein ganz langer Weg und dann kam der Durchbruch mit Atemlos, mit einer relativen Popnummer, erklärt der Musikexperte. Und seitdem macht sie den wahrscheinlich modernsten deutschen Schlager, den überhaupt jemand macht. Sie macht eine Show auf der Bühne, das ist der Wahnsinn. Sein Rat an die Kollegin ist daher auch ganz simpel, bleib bloß bei Deutsch.